Ist Lara ein Kriegstreiber? Diese Frage stellt der gute Marlon. Ich würde sagen, ja, eindeutig ist Lara ein Kriegstreiber. Wir haben ja in den letzten Wochen schon mehrmals auf ihn reagiert und festgestellt, dass seine Positionen absolut zu mehr Krieg, zu mehr Aufrüstung, zu mehr Unfrieden zwischen den Völkern führen würden. Und so jemand wirklich niemals an politische Macht kommen würde, da er eine genauso kriegslüsterne Politik verfolgen würde, wie es aktuell die Grünen tun. Aber schauen wir uns mal an, was Marlon dazu zu sagen. Liebe Freunde des radikalen Demokraten, liebe Freunde von Dara, wir müssen heute über ihn reden. Ihr kennt ihn alle, sei es aus dem Shoyoka-Beef oder sei es bezüglich des Beefs mit KuchenTV. Aber er ist ja auch politischer Aktivist, er ist Influencer oder wie er sich sonst schimpft. Er hat. Oder sei es aus dem Grabenkampf oder dem ARD-Mixtalk. Also es ist ja nicht so, dass Dara schlecht vernetzt wäre oder nicht eingeladen würde. Auch über Sarah Wagenknecht geredet. Und was er da sagt, das ist sehr interessant, das werden wir uns gemeinsam angucken. Es geht um Krieg, kleiner Spoiler. Er wird sich als Kriegshetzer und Kriegstreiber entlarven. Mittlerweile sind die Grünen richtige Waffennarren geworden. Das ist ja stimmt. Marlon hatte mir noch geschrieben, dass er mein Video dazu gesehen hatte. Dann hat er das gleiche Video von Dara genommen, wo ich auch schon mal drauf reagiert hatte. Ja, dann werden wir jetzt in Kürze sehen, was also Daras schlimmsten Aussagen quasi in einem kurzen Video zusammengefasst bekommen. Das ist natürlich auch lustig. Worden, die sich gar nicht mehr einkriegen können vor Begeisterung in das Kriegsgebiet der Ukraine immer mehr und immer. Was natürlich wieder komplett wahnsinnig ist. Das ist halt einfach Quatsch. Ne? Also sie stellt sich dann dahin und sagt dann, ja, die freuen sich richtig, Krieg zu Tag führen. Und ballert. das beruht halt auf dieser Verschwörungstheorie, die sie erzählt. Nämlich, ja, warum machen wir nicht Friedensverhandlungen? Warum machen wir nicht Friedensverhandlungen? Das erkennen nicht viele, aber das ist. Was viele nicht wissen, alles, was Dara irgendwie widersprechen könnte, jedes gute Argument, was man gegen Dara vorbringen könnte, ist immer eine Verschwörungstheorie. Also ihr könnt gar nicht eine Debatte gegen Dara gewinnen, denn jedes Mal, wenn ihr ein gutes Argument bringt, dann seid ihr nun mal leider Verschwörungstheoretiker. Verschwörungsideologisch, weil es suggeriert, dass die Regierung jederzeit den Krieg beenden könnte, aber es einfach nicht tut. Sein Lieblingswort, Verschwörungsideologie, Schwurbeln und was weiß ich. Für Dara scheint alles eine Verschwörungsideologie zu sein, sofern es nicht seine Meinung bestätigt. Und das ist eigentlich schon ziemlich interessant, denn wir wissen mittlerweile vom ehemaligen israelischen Premierminister Bennett, dass es Verhandlungen gab zwischen der Ukraine und Russland. Wir wissen auch, dass der türkische Außenminister das ebenfalls bestätigt hat. Und vor wenigen Wochen hat der ukrainische Chefunterhändler, der ist im Übrigen der Vorsitzende von Selenskys Partei im ukrainischen Parlament, der hat das ebenfalls bestätigt. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет, дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Коли ми повернулися з Істанбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати і давайте будемо просто воювати. От як тільки ми закличемо їх всі сісти, наступного дня вони складуть делегацію і будуть вже сидіти, чекати. Dieser Friedensschluss, der war relativ dicht vom Abschluss. Dann kamen die USA. Dann kommen die Briten und die haben gesagt, nein, wir machen euch einen Strich durch die Rechnung, ihr sollt keinen Frieden machen, der Krieg soll weitergehen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber bestimmt wollten die Russen die ganze Ukraine haben. Nein, tatsächlich nicht. Die Russen wollten, dass die Ukraine neutral ist, nicht in die NATO eintritt, dass das festgehalten wird. Die Russen hätten sich auf die Kontaktlinie vom vor dem 24.02.2022 zurückgezogen. Jetzt mittlerweile ist es so, dass der Krieg für die Russen sehr, sehr gut läuft. Sie haben hohe Verluste, klar, aber die Russen haben mehr Material, sie haben mehr Manpower. Und die Ukraine, die muss mittlerweile 60-Jährige an die Front schicken, weil es schlicht und ergreifend keine Leute mehr gibt, die kämpfen wollen. Es gibt Zwangsrekrutierungen in der Ukraine und das muss man festhalten. Es wären hunderttausende Menschen, diese wären alle noch am Leben. Ja, absolut, absolut. Also in so einem Abnutzungskrieg, da gewinnt nun mal nicht der, der die genialeren Generäle hat oder der die höhere Moral hat, sondern der, der seine eigenen Verluste besser ersetzen kann. Also, das sieht man überall in der Geschichte. Also die Sowjetunion hatte während des Zweiten Weltkriegs viel, viel höhere Verluste als Deutschland und hat ihn trotzdem gewonnen. Also die Bolschewiki hatten schon während des russischen Bürgerkrieges viel, viel höhere Verluste als die Weißen. Und trotzdem haben sie den russischen Bürgerkrieg gewonnen, weil sie eben ihre Verluste besser ersetzen konnten, weil sie eben in den bevölkerungsreichen Gegenden von Russland an der Macht waren. Also egal, welchen Krieg aus der Geschichte man sich anschaut, also welchen modernen Krieg, meistens haben es haben eigentlich fast immer die Mächte gewonnen, die ihre eigenen Verluste besser ersetzen könnten und konnten. Und das ist aktuell Russland. Russland hat schlichtweg mehr Soldaten, die es an der Front verheizen kann.
Deswegen ist dieser Gedanke, dass man gegen Russland gewinnen könnte, solange es in Russland keinen Regime-Change gibt, also wirklich völlig irre. Wenn man diesen Frieden damals gemacht hätte, aber laut Dara ist das ja alles eine Verschwörungsideologie. Ja, das macht er natürlich, um über das Thema nicht weiter zu diskutieren. Er will den Frame direkt so setzen, dass man darüber gar nicht mehr reden braucht. Ne, das ist doch purer Populismus, wenn du dann sagst, ja, die hatten richtig Bock. Ne? Also am liebsten würden die da selber hinrennen und ganz Deutschland in den Kriegsdienst einziehen. Doch, Dara. Die Grünen haben Bock auf Krieg. Sie haben natürlich nicht Bock, selber in den Krieg zu gehen. Eine Ricarda Lang hat keine Lust, ihren weichen Abgeordnetensessel und ihre tolle Verpflegung zu tauschen gegen das Leben im Schützengraben. Nein, sie nicht. Aber sie schicken gerade die Ukrainer vor, damit die Ukraine einen Stellvertreterkrieg des Westens, genauer gesagt der USA, gegen die Russen führen. Da ist man auch bereit zu liefern, zu liefern und zu liefern. Wir können uns hier einmal nochmal genau anhören, was sagt denn die Ricarda Lang eigentlich? Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr Waffen liefern müssen, dass wir schneller werden müssen. Die Zeit der Zögerlichkeit ist vorbei. Ja, Dara, damit sollte deine Argumentation bezüglich die Grünen wollen eigentlich gar keinen Krieg, damit ist sie doch ab absurdum geführt. Wir unterstützen die Ukraine, weil wir eine Friedens- und Menschenrechtspartei sind. Ja, klar. Das ergibt Sinn. Also, sorry, aber das möchte Sarah Wagenknecht natürlich. Ja, Menschenrechte in einem Land, in dem Oppositionelle vor 15 Jahren in den Knast geworfen werden. Wo Oppositionelle mit dem Tod bedroht werden. Ein Land, das sich dafür feiert, dass es Terroranschläge auf Oppositionelle, die sich außerhalb des Landes befinden, verübt hat. Aber ja, Menschenrechte. Genau. Also wer es nicht weiß, die Ukraine ist eine Diktatur, die die gesamte relevante Opposition verboten hat, die Oppositionelle ins Gefängnis stecken lässt. Also da ist nichts mehr mit Demokratie oder Menschenrechten. Haben, aber die Ukraine wird tatsächlich. Man könnte auch sagen, die Menschenrechtssituation in der Ukraine ist ähnlich schlecht wie die in Russland. Also in Russland wird ja immer kritisiert, dass da Oppositionelle ins Gefängnis gesteckt werden, dass unabhängige Journalisten bedroht und ja auch ins Gefängnis gesteckt werden und ja, dass Oppositionsparteien verboten sind. Das wird in Russland immer kritisiert, aber in der Ukraine, da verteidigen wir die Freiheit und die Demokratie. Mein Sound hat auf einmal ein Echo bekommen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. So, ihr könnt ja mal schreiben, ob es jetzt weg ist. Ansonsten muss ich gleich nochmal bei den Soundeinstellungen gucken. Ich gerade angegriffen. Immer noch, das ist scheiße. Das ist nicht gut. So ist das Echo jetzt weg. Dann können wir nämlich weiter reagieren. Ja, ist weg. Gut. So, wie weiß, irre. Waffenlieferungen ergeben also Sinn, wenn man Frieden möchte? Also ja, wir haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen, dass überall in die Welt Waffen geliefert wurden. Wie viel Frieden hat das eigentlich gebracht? Aber naja, du möchtest ja gerne dem angegriffenen Land, der armen Ukraine helfen. Ich werde gleich nochmal mit euch über Georgien reden. Ich glaube, da würde Daras Position nämlich eine andere sein, aber da kommen wir gleich zu. Behaltet es mal im Hinterkopf. Irgendwann ist ein Krieg auch vorbei, ne? Also irgendwann hat die eine Seite halt auch gewonnen. Was heißt die Position der andere? Also der Russe ist immer der Böse, das ist die Position. So, wir müssen halt irgendwie dafür sorgen, dass die richtige Seite gewinnt. Das sollte so unser Ziel bei dem Ganzen sein. Ja, er will, dass die richtige Seite gewinnt. Es ist nur moralisch, was er hier tut. Er argumentiert rein moralisch. Er argumentiert nicht politisch. Er klammert die russische Innenpolitik total aus. Also was wären eigentlich die Folgen, wenn Russland diesen Krieg verliert? Dann könnte es einen Bürgerkrieg in Russland geben. Putin wird gestürzt. Man weiß dann nicht, wer regiert. Ein Machtvakuum könnte entstehen. Es könnten lokale Warlords die Waffen ergreifen. Und zwar auch nukleare Waffen. Dann hätte man einen Bürgerkrieg in Genau deswegen ist das russische Regime bereit, jeden Verlust zu tragen. Deswegen ist es bereit, seine Bevölkerung derart zu verheizen, wie es das gerade tut. Also deswegen ist Russland zu dieser Kriegsführung bereit.
weil Putin quasi sein Schicksal an diesen Krieg geklammert hat. Wenn Russland diesen Krieg verliert, dann könnte das auch das Ende von Putin bedeuten. In Russland mit Nuklearwaffen, der da brutal geführt wird. Was heißt das? Wir würden Fluchtbewegungen in einer Millionenhöhe nach Europa sehen, die wir bisher nicht kennen. Das würde unsere Gesellschaft destabilisieren und darüber hinaus würde das alles, was an Leid gerade in der Ukraine passiert, bei weitem in den Schatten stellen. Aber genau das scheint Dara irgendwie zu wollen oder es zumindest in Kauf zu nehmen, damit die Ukraine den Krieg gewinnt. Ein Staat, der der zweitkorrupteste in Europa ist. Also es ist kein Staat, der hier unsere Demokratie und die Menschenrechte verteidigt. Würde die Ukraine die Demokratie und die Menschenrechte verteidigen, warum muss es dann Zwangsrekrutierungen in der Ukraine geben? Warum kämpfen denn nicht alle freiwillig? Warum werden Oppositionsparteien verboten? Warum werden Menschen, die in der Ukraine gelebt haben, jetzt aber im Ausland leben, vom ukrainischen Geheimdienst umgebracht, weil diese der Ukraine nicht passen? Ich dachte, das machen nur Schurkenstaaten. Nein, die Ukraine macht genau das. Sie ist kein lupenrein demokratischer Staat, wie es ein Dara. Ich empfehle hier das Buch Die Jakarta-Methode. Also es ist tatsächlich seit jeher ja eine Methode amerikanischer Außenpolitik in Ländern nach Regime-Changes, missliebige Oppositionelle einfach massenweise umbringen zu lassen. Das ist in der Ukraine jetzt in relativ kleinem Ausmaß passiert. Aber bei den ganzen von den USA unterstützten Putschen in Lateinamerika oder erst recht bei dem Putsch in Indonesien, wo man 1 Million Menschen etwa abgeschlachtet hat, da ist das in wesentlich größerem Ausmaß passiert. Oder man denke an die Operation Condor, die ja vom Pinochet-Regime in Chile eingerichtet wurde, wo man ganz Lateinamerika zu so einer Art Killing Zone für Gewerkschafter, linke Oppositionelle, ja, für alle, die der amerikanischen Hegemonie irgendwie schädlich waren, gemacht hat. Also das ist in der westlichen Außenpolitik schon häufiger vorkommende Methode. Uns hier so toll verkaufen will. Und er muss alles an Mordgeräten liefern, was der ukrainische Präsident Zelensky, also der Mann, der kürzlich nukleare Präventivschläge gegen Russland gefordert hat. So, er befürchtet nun mal, dass dass die Nuklearschläge zuerst von Russland kommen werden. Also in dieser Not sagt er, da sollten wir vielleicht zuerst zuschlagen. Zelensky hat im Übrigen im Vorfeld des Krieges wenige Wochen davor die Auflösung bzw. den Austritt aus dem Budapester Memorandum gefordert. Das wäre eine nukleare Bewaffnung der Ukraine durch die Hintertür. Auch hier, da sollten wir vielleicht mal ein bisschen mehr darüber reden, was ist vor dem Krieg eigentlich passiert. Denn wenn es Krieg gibt, dann gibt es in der Regel zwei Schuldige. Klar, die Russen haben was gemacht, die Ukraine aber genauso. Minsk II, ein gutes Beispiel. Die Russen haben es nicht umgesetzt, die Ukraine hat es aber genauso wenig umgesetzt, denn die Ostgebiete der Ukraine sollten mehr Autonomie erhalten. Dafür hätte man die Verfassung ändern müssen. Das hat die Zentralregierung in Kiew nie getan. Das heißt, beide Seiten haben nicht unbedingt das Beste getan und wir wissen durch Aussagen von Merkel, dass man diese Abkommen damals ja auch nur geschlossen hat, um die Ukraine weiter aufzurüsten. Also wir müssen uns hier beide Seiten angucken. Es gibt nicht nur von Merkel, sondern auch von Poroschenko und Hollande. Das sind auch Aussagen, die ich in meinem neuen Video auf meinem Erstkanal erwähnen werde. Also auf meinem Erstkanal, da bespreche ich in Kürze so ein Paper der DGAP. Also zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier auf YouTube erscheint, müsste das Video auf meinem Erstkanal auch schon draußen sein. Und ja, da bringe ich auch diese Aussagen, da zeige ich auch, wie der Westen den Friedensprozess sabotiert hat, da zeige ich auch, wie aggressiv die Politik des neuen Putschregimes in Kiew nach 2014 war. Also all das sind ja Dinge, über die nicht geredet wird. Es ist ja alles ein russisches Narrativ oder russische Propaganda. Oh, wenn man einmal etwas sagt, was die Tagesschau nicht berichtet, dann ist es russische Propaganda. Also, so weit ist der Diskurs hierzulande mittlerweile. Immer zwei Schuldige. Aber genau das sagen ja unsere Ukraine-Fans eben nicht. Die sagen, Russland hat als erstes geschossen und ist dementsprechend der Kriegstreiber dahinter. Aber klar, wenn ein Land überfallen wird, dann müssen wir dem natürlich beistehen. Und das gilt nicht nur für die Ukraine. Das gilt weltweit. Oder doch nicht? Nun soll es doch... Nee, leider nicht. Und jetzt möchte ich mit euch über Georgien reden. Denn Dara hat hier so schön gesagt, ja, es wäre doch toll, wenn wir jedem angegriffenen Land beistehen. 2008 Kaukasuskrieg, Georgien gegen Russland. Man hat immer gesagt, und das hört man heute auch noch ganz häufig, dass ja Georgien das arme angegriffene Land war. Mein kleiner Name ist schon reine russische Propaganda. Ja.
Das hat aber die Europäische Union selber gesagt. Nein, 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 das stimmt gar nicht. Die georgische Armee hat zuerst geschossen. Sie selber hat zwar gesagt, die Russen hätten geschossen und daraufhin hat man sich nur verteidigt, aber eine unabhängige Untersuchungskommission hat herausgefunden, nein, die Russen haben nicht zuerst geschossen. Die georgische Armee hat zuerst geschossen, weil der Westen den Georgern davor tatsächlich immer den Rücken gestärkt hat, damit die sich richtig groß machen können, die Brust stolz rausstrecken können. Aber dann, als es soweit kam und der georgische Präsident gesagt hat, ich gehe jetzt in die Vollen, da haben die Europäer nicht mehr geholfen, da haben sie dann stillgehalten. Und letztendlich hat man also dort im Vorfeld auch Provokation von beiden Seiten gehabt. Aber wenn wir jetzt Daras Argumentation folgen, dann wäre Russland ja das Arme. Ja, man hat damals getestet, inwieweit Russland bereit ist, seine Interessen zu verteidigen. Also wenn Georgien jetzt Südossetien eingenommen hätte, dann hätte man einen Punktsieg erzielt. Aber Russland hat da dagegen gehalten. Da konnte man schon wissen, dass Russland eben bereit ist, seine Interessen zu verteidigen, wenn der Westen versucht, seinen Einflussbereich auszuweiten. Zumal die Eroberung von Südossetien und Abchasien für Georgien absolut wichtig war, wenn es in die NATO wollte. Also in die NATO dürfen nämlich nur Länder aufgenommen werden, die keine Territorialkonflikte haben. Und Georgien hat diesen Territorialkonflikt eben mit diesen zwei unabhängigen Republiken dort. Angegriffene Land. Und eigentlich hätten wir als Westen dann für den Sieg der Russen, der Angegriffenen ja sein müssen, und für die Niederlage Georgiens. Komischerweise war man damals ganz anders eingestellt. Und auch ein Dara hätte wahrscheinlich damals eine etwas andere Position eingenommen und wäre auf Seiten Georgiens gewesen. Wahrscheinlich ist Saudi-Arabien auch ein Land, das sich gegen einen bösen Aggressor wehren muss. Und all den... Stellen wir uns einfach mal vor, Saudi-Arabien. Sarah Wagenknecht wäre in der Regierung. Ihr glaubt gar nicht, was die alles für komische Kompromisse da machen würde. Das Erste, was Sarah Wagenknecht tun würde, wenn die Linken in die Regierung gekommen wären, wäre erstmal auszutreten. Da könnt ihr sowas von zu 100% von ausgehen, weil sie sich das nicht geben möchte. Okay, das Zitat, da habe ich nicht so aufgepasst, als ich da reagiert habe. Das spulen wir jetzt nochmal zurück. Gar nicht, was die alles für komische Kompromisse da machen würde. Das Erste, was Sarah Wagen... Ihr glaubt gar nicht, was für komische Kompromisse sie machen würde. Sie würde austreten. Moment mal, austreten ist doch gar kein Kompromiss. Dass mir das bei der Reaktion nicht aufgefallen ist. Also das widerspricht sich ja schon wieder selbst, was Dara hier sagt. Innerhalb eines Satzes, innerhalb von 10 Sekunden. Wagenknecht tun würde, wenn die Linken in die Regierung gekommen wären, wäre erstmal auszutreten. Da könnt ihr sowas von zu 100% von ausgehen, weil sie sich das nicht geben möchte. Und sie gehört halt nun mal auch zur kommunistischen Plattform innerhalb der Linken. Oder gehörte da zumindest immer dazu. Und die waren immer strikt gegen sämtliche Regierungsbeteiligung, weil das ja die Linke dann entkernen würde. Die Linke müsste dann sich auf Kompromisse einlassen und so weiter. Aber das heißt eigentlich buchstäblich nichts anderes als, ja, dann kommt ja die Realität der Regierung und wir wollen ja nicht so sein wie jetzt die Grünen, die nun mal dann in der Regierung selbstverständlich Sachen machen, die sie eigentlich nicht wollen oder wofür sie eigentlich nicht gestanden haben. Aber so sieht nun mal die realistische Regierungsarbeit aus. Ja, Dara, hier widersprichst du dich eigentlich selber. Merkst du es nicht, wie du deine Videos schneidest? Oder merkst du nicht, was du da siehst? Auf der einen Seite sagst du, Sarah Wagenknecht würde, wenn sie in eine Regierung geht, sofort irgendwelche Kompromisse machen. Auf der anderen Seite sagst du aber, eine Sarah Wagenknecht würde sofort austreten, wenn die Linke regiert, weil man Kompromisse machen müsste. Jo, ich melde mich gerade nochmal aus dem Schnitt und mir ist aufgefallen, Dara hat ja ein extrem komisches Politikverständnis. Für ihn scheint es ja Normalität zu sein, im Wahlkampf das eine zu fordern, dann aber in eine Regierung einzutreten und dann die eigenen Positionen gar nicht umzusetzen, aber dennoch zu regieren. Also das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Außer wenn du nur darauf aus bist, Pöstchen zu erhaschen, Geld zu verdienen und deine Wähler und diejenigen, die Vertrauen in dich gesetzt haben, einfach mal komplett zu verarschen. Aber doch, es macht Sinn. Also das ist das Konzept einer Elitendemokratie. Die Elite hält die dumme Masse per Propaganda, ja, Manipulation auf Linie. Und dann entscheidet die Elite, was am besten für die Masse ist. Das ist ein Konzept von Walter Lippmann. Das ist, ja, das ist ein berühmter neoliberaler Publizist. Der hat das schon vor fast 100 Jahren gefordert. Und im linksliberalen Diskurs in Deutschland scheint dieses Konzept sehr gut angekommen zu sein. So auch bei der DGAP, bei dem Paper, was ich mir auf dem Erstkanal angeschaut habe, lässt sich ein Mitmenscher Einfluss, also zumindest ein intellektueller Einfluss, sehr klar erkennen.
Also da ist schon dieses Selbstverständnis, wir sind die Elite, wir wissen, was gut für die Gesellschaft ist. Die Menschen, denen können wir dieses oder jenes erzählen, das ist völlig egal, die werden später auch schon unserer Meinung sein, denn wir wissen ja, wo es lang geht. Wir sind die, die ja die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und das scheint Dara hier auch zu denken. Wirklich komplett. Das ist so ein Widerspruch und du verstehst es scheinbar einfach nicht. Und die Linke, die macht überall Kompromisse. Nee, es ist kein Widerspruch. Es ist neoliberale Politik. Deswegen ist die Linke ja auch mittlerweile einfach nur noch eine Partei, die niemand braucht. Sie ist ein Teil des Establishments geworden. Das will man unbedingt. Du willst es auch. Du sagst, du bist ein Radikaler. Du bist kein Radikaler. Du bist ein Pseudo-Radikaler. Du wärst der Erste, der all seine Inhalte verkauft, um irgendwie von den Linksliberalen Applaus zu bekommen. Ja, das ist Bullshit, Dara. Das ist einfach nur Bullshit. Sarah Wagenknecht macht jetzt ihre eigene Partei und dann wird es endlich eine wahre Opposition im Land geben, die nicht mehr das Ganze so weiterfahren lässt, die diese Steuererhöhungen nicht mehr dulden will, die diesen sozialen nicht mehr dulden will, die nicht mehr dulden wird, dass der Mittelstand zerstört wird, die nicht mehr dulden wird, dass es immer mehr Menschen immer schlechter geht, während es ein ganz, ganz bisschen Oligarchen immer viel besser geht. Das geht so nicht weiter. Das wird Sarah Wagenknecht mit dieser Partei machen. Und das wird eine sehr, sehr gute Sache sein. Aber sagt mir doch bitte, was haltet ihr davon? Ja, absolut. Das kann ich nur 100% unterschreiben. Ich hoffe auch, dass es mit der Wagenknecht-Partei besser wird. Wie heißt der Mann, der das gemacht hat? Das ist Marlon. Also nämlich gerade einer im Chat gefragt. Schaut gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Hier ist auf YouTube, ist ein ja kleiner YouTuber, mit dem ich auch schon in der Vergangenheit einige Talks gemacht hatte. War bisher in der Linkspartei, wird sehr wahrscheinlich der Wagenknecht-Partei beitreten, wenn sie dann gegründet sein wird. Und ja, er bringt immer gute Videos, macht jetzt auch ein bisschen aufwendigere Videos, wo er nicht einfach nur reagiert, so wie ich das hier gerade mache, sondern wo er die ein bisschen vorbereitet und ein bisschen schneidet, so wie das gerade mit Dara. Schaut da gerne mal vorbei.